Moin Leute! Moin Leute, heute geht's los nach Barcelona. Ich bin gerade noch im Livestream bei TikTok und Scobie hat uns gerade gebeichtet, dass er Fünflinge erwartet. Ist gleich los zu meiner Mom, aber vorher noch ein bisschen im Livestream chillen. Und heute Abend geht's dann los nach Barcelona. Angefangen, wie zeichnet sich das aus? So meine Freunde, wir sind jetzt am Flughafen Köln-Bonn. Hinter mir seht ihr das Rollfeld. Wir warten jetzt noch auf Vivi und Chan. Und auf 22 Uhr und dann geht's los. Ich bin so glücklich, endlich wieder nach Hause zu kommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind nach einem langen Tag nun endlich angekommen. Und ich mache jetzt mal mit euch eine kleine Roomtour, denn wir haben eine Ferienwohnung uns genommen. Weil Baum, darum. Und wir fangen dann einfach mal im Wohnzimmer an. Ah, jetzt fokussiert, ist auch sehr schön. Das ist das Wohnzimmer und Vivi hat traurige Gewissheit. Tragisch. Wir haben hier ein Sofa und einen kleinen Esstisch. Dieser Sessel ist der King. Ich finde es sehr schön eingerichtet. Wir haben noch eine kleine Terrasse hier. Ich muss jetzt mal sagen, dass der Ausblick jetzt nicht so die Bombe ist. Wenn die Tür aufgeht, kann ich es euch zeigen. Wir sind hier in der Stadt halt. Ja. Aber es ist echt schön eingerichtet, finde ich. Mir gefällt das hier. Jetzt gehe ich mal meine neuen Mitbewohner nerven. Da! Richtiges Trikot! Und Oma-Hausschuhe. Läuft bei dir. Oma gestrickt. Oho. Wir haben dann hier eine auch sehr weiß gehaltene Küche, wo wir morgen nicht kochen werden. Wir haben hier Zimmer Nummer 1. Da habe ich es mir bequem gemacht, denn ich bin eh nur hier zum Schlafen. Dann haben wir am Ende des Ganges eine kleine Klosette mit einem Spiegelpiece. Dann haben wir hier, ich filme einfach in dein Zimmer, Chan, ne? Mach. Chans Zimmer, die hat sich auch schon häuslich eingerichtet. Auf der anderen Seite haben wir ein Badezimmer, das ist mit Badewanne, aber Vivi ist sehr traurig, denn wir können nicht baden, denn es gibt keinen Schadöpsel. Dann latschen wir jetzt noch weiter zu Vivi, die nicht auf, die eigentlich nicht gefilmt werden will. Hallo. Hallo Vivi. Ja, Kamera schon, machst TikTok, klar. Möchtest du mein Zimmer zeigen? Ja. Bitte? Einmal nach rechts filmen, bitte? Ich soll das HSV-Trikot zeigen. Wo sind wir? In Barcelona. Und was ist das? Ein HSV-Trikot. Überall. Vivi hat natürlich das größte Zimmer, denn die größte Schönheit kriegt das größte Zimmer. Oh. Jetzt kann ich beruhigt nicht baden. Klimaanlage, ganz wichtig. Das ist ein Massagesessel, ne? Echt? Massagesessel. So, das war auch schon die Wohnung. Es ist echt nice. Ich werde mich jetzt in diesen Massagesessel klatschen, denn ich habe Massage verdient. Funktioniert das? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, er kann hochfahren. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bleib hier, ich wohne jetzt hier. So Leute, ich bin jetzt im Bett, der Tag ist jetzt zu Ende, es ist knapp 3 Uhr. Aber Zimmer ist eingerichtet, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Denn das ist das Wichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres als das da. Für alle, die sich jetzt fragen, ob das zu viele Trikots sind. Die Antwort ist nein. Guten Morgen, meine Freunde. Es ist der Tag der Tage. Ich bin schon ready to go mit meinem Benja-Schal, mit meinem Trikot und ich bin vielleicht ein bisschen. Was wir jetzt als allererstes machen ist, das Uff. Wir nehmen jetzt das hier und bringen das zu Vivi. Da ist mein wildes Chan, das wach ist. Moin! Vivi noch nicht wach? Sind geklopft. Toll.
Das wilde Vivimon ist noch nicht wach. Dann werden wir jetzt dieses Trikot nehmen und das an ihre Tür hängen. So. Wenn das wilde Vivimon aufwacht, wird es ein Trikot finden. Und wir werden warten. Darfst du mich beim Essen fragen? Beim Burger-Essen. Also eigentlich wollte ich nur deine Meinung dazu wissen. Und alles Weitere schneide ich so oder so raus. Wenn du dann nochmal demonstrativ reinbeißt, ist das selber schuld. Schmeckt es? Lecker. Ja? Rechtfertigt es den Preis, dass die Scheiße 5 Euro kostet? Da sind 2 Buletten drauf. Und das ist ein kleiner Cheeseburger. Ah, okay, das ist Ich finde das rechtfertigt. Ja, aber nicht probiert. Was ich gesehen habe, ist, es gibt mehr Pommes in dieser Tüte als in diesem Becher. Schmecken dir denn die Pommes? Super. Schmecken dir die Pommes? Alles klar, die Pommes sind lecker. Da ich Vegetarierin bin, gab es sowieso nichts anderes hier. Also war es mir egal. Ja? Okay, also der Hotdog ist sehr gut, der Burger ist sehr gut. Die Pommes sind, naja. Ja, aber es rechtfertigt nicht, dass die Scheißdinger. Der Milchshake ist geil. Der Milchshake. Was hast du? Ich hab Strawberry Oreo. Ah, ich hab Vanille Oreo, das ist auch voll geil. Aber ganz ehrlich, so geil sind die Pommes nicht, dass sie rechtfertigen, dass die 5 Euro kosten. Das ist schon krass. Naja, wir essen jetzt weiter. Und dann werden wir uns gleich auf den Weg zum Stadion machen. Denn es ist jetzt schon 13:25 und langsam werde ich nervös. Kurz, muss mal heben. Wir sind jetzt im Stadion und wir sind noch nicht im Stadion, wir sind davor. Wir chillen jetzt erstmal noch ein bisschen hier. Und die liebe Vivi, was hältst du? Was sagst du? Ich bin fasziniert. Ich bin so glücklich. Ich habe mir was geholt und ich habe so eine coole Tasche dazu bekommen. Und ich habe jetzt einen Schal. Ein Schal? Ein Schal. Und das ist der Schal von einer anderen Mannschaft. Und was sagst du zum Stadion bis jetzt? Krank. Unreal, einfach unreal. Sag hier nicht real. Unreal. Ultima Aura, bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Für wen bist du denn heute? Was ist das für eine Frage? Natürlich für Barcelona. Und wie geht's aus? 1-0. Ich glaube, es wird nicht klar. Ich glaube, es wird sehr kämpferisch, aber ich glaube mit 1-0. Klassiker ohne Kämpfe wäre komisch. Ja, ja, nein, aber ich meine, ich glaube, es wird nicht so eindeutig. Aber im Endeffekt glaube ich, Barcelona gewinnt 1. Wie oft warst du schon im Camp Nou? Noch nie. Also bis jetzt ja auch noch nie. Ich bin ja noch nicht drin. Naja, irgendwie schon, weil das hier ist Stadiongelände. Aber ich hab's noch nicht. Das gehört schon dazu, ist dir klar. Ich hab's noch nicht von ihm gesehen. Und du kannst ja noch 2 Runden laufen, so 2 Kilometer, und dann bist du immer noch im Stadion. Können wir mal machen. Das werden wir morgen so oder so machen. Scheiße. Ja, scheiße. Chani! Und wie geht's aus? 4-1. 4-1. Wie oft warst du schon Camp Nou? Unzählbar. Bitte? Unzählbar. Aufgeregt? Weil wir safe gewinnen. Die Bade. Wir sind jetzt immer noch vorm Stadion und der liebe Chan quatscht die ganze Zeit schon da. Aber er sagt, er ist überhaupt nicht nervös. Vivi, nervös? Ja, ein bisschen. Immer noch ein bisschen nur? Ja, also es ist schon krass. Ich will das eigentlich echt von innen sehen, aber ich möchte mal was zu trinken haben. Achso, zu trinken ist übrigens das da. Und irgendwie haben wir keinen Bock, uns da anzustellen. Deswegen hat die liebe Vivi Durst. Hat der liebe Chan auch Durst? Bier. Bier Durst. Bier ist richtig und wichtig. Merkt euch das nicht. Hat sie gesagt, nicht nur, ich. Nur die FSK 16 Leute, die dürfen sich das merken. Ich hoffe, ihr seid über 16. Die Vivi läuft einfach an mir vorbei. Das ist geil. Hier gibt es auch Popcorn. Ja, ja, hier gibt es auch ganz viel Zeug. Popcorn. Popcorn.
Es ist der Tag danach. Und wie ihr vielleicht ein bisschen sehen könnt, hatte ich eine lange Nacht. Zum Spiel sage ich nichts. Ich habe mir die Highlights noch nicht angeguckt. Aber was ich sagen kann, ist, für jeden, der jetzt immer noch sagt, es ist kein Klassiko mehr, ne? Seid einfach still. Die Stimmung vor dem Stadion war geil. Die Stimmung im Stadion war geil. Das Ergebnis war jetzt nicht so geil. Aber auch danach die Peña war geil. Heute geht es dann nochmal ins Camp Nou zur Experience. Und entweder heute oder morgens. Heute geht es in die Sagrada Familie. Davon kommt dann auch ein Vlog. Aber ich werde jetzt noch eine Runde schlafen, glaube ich.